Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Bei diesen eisigen Temperaturen gibt es genau das Richtige aus dem Dutch Oven, was fürs Herz, für die Seele und es ist noch einfach zu machen. Wir machen einen Nudeltopf mit Hackbällchen im Barbecue-Style. Freut euch drauf! Ja, das Ganze habe ich mir abgeguckt beim Barbecue-Bär, der sowas schon mal gemacht hat in der Art. Ich habe es natürlich noch ein bisschen verändert oder werde es noch ein bisschen verändern. Und es wird eine richtig leckere Sache, glaube ich. Vor allen Dingen, weil eine ganz, ganz wichtige Zutat dazu kommt, die er zum Beispiel nicht hat. Ganz kapitaler Fehler, den Speck. Gehört immer dazu. Absolut wichtige Sache. Ja, ganz am Anfang. Die Zutaten habe ich natürlich wie immer für euch in der Videobeschreibung drin stehen. Könnt ihr unten aufklappen, da steht alles drin, was ihr braucht. Und wir fangen schon mal an und schneiden etwas klein. Angefangen mit einer Zwiebel, da brauchen wir erstmal nur die Hälfte von. So, die Zwiebel schneiden wir jetzt erstmal in feine Würfelchen. Die kommen nämlich mit ins Hackfleisch. Wenn wir hier die Seite oder das Ende noch dran lassen, kann man die wesentlich einfacher schneiden, weil sie noch ein bisschen zusammenbleibt. Dann haben wir hier unser Hackfleisch. Ups. Frisch gewolft vom Metzger, halb-halb, also halb Schwein, halb Rind. Ja, und du freust dich auch schon. Nein, gibt's nicht. Da geben wir jetzt die Zwiebeln mit rein. Dann können wir als nächstes unseren Rub dazugeben. Ein bisschen Barbecue Rub. Ich nehme hier Central Pork, ist mein eigener Rub. Produziert von Royal Spice, bald wieder in Serie erhältlich. Kann sich tatsächlich nur noch um Tage handeln. Und der ist so gut. Ah, ist also paprikalastig. Ganz bisschen geht das Ganze ins Asiatische mit rein. Wie gesagt, da würzen wir unser Hackfleisch schön mit. So. Handschuhe an. Damit die Hände nicht frieren. Boah, die frieren. Es ist so kalt, ne? Minus 13 Grad hatten wir es vorhin. Jetzt ist die Sonne etwas höher, jetzt ist es ein bisschen weniger. Aber es ist immer noch sehr, sehr kalt. Genau das Richtige, um Hackfleisch zu kneten. Aber du hast doch Handschuhe an. Ja, die sind ja auch super dick. Ja, lach du stehst im Schnee. So, schön das Ganze ein bisschen durchkneten, dann halten die Hackbällchen nachher auch besser zusammen. Jetzt nehmen wir uns hier so kleine Golfbällchen, große Stücke raus und formen dann unsere Hackbällchen. So, ungefähr so sollten sie aussehen. Nicht für den Hund. Mischka, Nase weg. Nase weg. Psst. Komm her. Komm her, Mischki. Komm her. So, sitz. Sitz und lerne. Ja. Beobachte und lerne. Er guckt immer, dass ich auch alles richtig mache. Weil ist ja alles für ihn. Denkt er zumindest. Den Dutch Oven, den können wir schon mal vorheizen auf dem Grill. Nachdem wir unsere Fleischbällchen fertig gemacht haben, geben wir etwas Öl in den Dutch Oven. Und dann verteilen wir die Fleischbällchen hier schön drin und braten die erstmal rundum an. Gut getimt. Ja, ein bisschen Speck habe ich hier auch schon angeschnitten. Und jetzt werden wir noch die andere Hälfte der Zwiebel schneiden. So, die würfeln wir auch, allerdings deutlich größere Stücke. Da kommt es jetzt nicht so genau drauf an. So, das können wir schon mal hier liegen lassen. Etwas Knoblauch brauchen wir auch noch. Das ist so kalt, die Schale fällt hier einfach ab, ey. Geil. 2, 3 Zehen, die wir da klein schneiden. Einfach ein bisschen klein hacken.
Ja, so reicht das schon. Dann gehen wir mal zu den Fleischbällchen, drehen die ab und zu mal um. So, da haben wir die Fleischbällchen jetzt rundherum etwas angebraten. Und die geben wir jetzt erstmal zum Warmhalten auf den Deckel. Den Grill habe ich leicht angemacht, damit die also nicht auskühlen. Das Fett und die Zwiebelreste können wir natürlich prima hier drin lassen. Die sind jetzt auch noch nicht ganz durch, das ist nicht weiter dramatisch, weil wir gleich noch die wieder zu dem Rest hinzugeben. So, hier haben wir jetzt Speck klein gewürfelt, den geben wir hier mit rein. Den braten wir jetzt erstmal etwas glasig. So, anschließend geben wir die Zwiebeln mit rein und braten die mit an. Knoblauch kommt etwas später, der würde sonst zu schnell verbrennen. So, jetzt ganz zum Schluss kommt der Knoblauch mit dazu. Wie gesagt, nur ganz kurz mit anbraten. Boah, jetzt schon ein Wahnsinnsduft. Jetzt geben wir so etwas Tomatenmark in die Mitte. Das braten wir ein bisschen an. Ich würde mal so sagen, 3-4 Esslöffel. Der Tomatenmark verliert jetzt auch so ein bisschen was von seiner brutalen Säure, sage ich mal. Wird dann etwas milder, etwas süßlicher. Und zu einem Barbecue-Gericht passt natürlich immer ein bisschen was Süßes oder eine gewisse Süße. Auch hier geben wir jetzt noch mal ein bisschen was von unserem Rub mit dazu. Und wir löschen es direkt ab mit Rinderfond. Tomatenmark schön einrühren, schön verteilen. Wie gesagt, jetzt schon ein herrlicher Duft. Dann haben wir hier ein bisschen Worcestersoße oder Worcester oder Worcestershire Soße. Ich weiß nicht, was. Ich will Worcestersoße sagen. Da gehen wir also ein bisschen nach Gefühl rein. Vielleicht so, ja, so 3 Esslöffel. Dann passt das. Die Hauptzutat? Die Hauptzutat ist. Oh, hat nicht geploppt. Ist wahrscheinlich viel zu kalt. Er steht jetzt auch schon eine Weile draußen. Ich hoffe, es ist nicht gefroren. Nee, passt noch. Geben jetzt mal einfach eine Flasche Bier damit rein. Zack. Wer das nicht mit Bier machen möchte, kann das natürlich auch mit Cola machen. Ich persönlich finde, und man riecht es jetzt auch schon, Bier ist eine richtig geile Zutat dafür. Noch eine sehr, sehr schöne Zutat ist eine Smoky Chipotle Barbecue Soße, rauchig scharf. Passt also perfekt. Da geben wir mal so die halbe Flasche. Ich würde mal sagen, das sind gewesen ca. 150 bis 100 Milliliter. Und etwas passierte Tomaten. So, jetzt kommen 500 Gramm Nudeln mit dazu. Nehmt euch da die Nudeln, die euch am besten gefallen dafür. Wie lange brauchen die überhaupt? Kannst du Italienisch? Nein, aber steht da nicht. Da steht 8 Minuti, also 8 Minuten. Unsere Fleischbällchen geben wir jetzt auch schon mal mit rein. So. Die werden dann nämlich nachher, wenn man die jetzt schon mit dazu gibt, richtig schön zart und saftig von innen. Und letzten Endes müssen sie ja auch von innen noch ein bisschen gar werden. Behaltet euch immer ein bisschen Flüssigkeit in Reserve. Am besten Bier oder noch ein bisschen Fond. Das also alles, die Nudeln ziehen ja auch noch ein bisschen Flüssigkeit. So, jetzt machen wir den Deckel wieder oben drauf. So. Deckel drauf und dann warten wir also so lange, bis die Nudeln fertig sind, also circa 8 Minuten insgesamt, und dann rühren wir noch mal schön um. So, fertig ist das Ganze.
Es sieht gut aus und es duftet unglaublich. Zwischendurch mal etwas umrühren, ist während der Kochphase nicht unwichtig, weil sonst unten schnell was anbrennen kann. Aber ihr seht schon, die Konsistenz ist richtig geil. Die Soße ist also genau richtig aufgenommen worden. Du kannst mal reinfilmen. Wohl. Ich hoffe, man sieht was. Ja. Vor lauter Rauch. Ja, rühr mal um. Habe ich ja. Ich tue was auf den Teller jetzt. So. Also, ab auf den Teller. Herrlich. Herrlich. Ja, so sieht's aus. Also richtig, richtig lecker. Und wir probieren mal. Mmh. Boah, lecker. Unser Fleisch. Mmh. Mmh. Das wärmt echt die Seele. Unglaublich. Mir ist schon gleich gar nicht mehr so kalt. Super. Richtig tolle Konsistenz. Es schmeckt richtig, richtig gut. Perfektes Gericht für einen Dutch Oven. Ja, ihr könnt es natürlich auch mit Kohlen machen. Letzten Endes braucht man nur ein bisschen was, um angrillen zu können oder anbraten zu können und um das Ganze mal eben durchziehen zu lassen. Ich habe es jetzt auf dem Grill gemacht. Letzten Endes ist es dem Dutch Oven egal, wo die Hitze herkommt. Da jetzt mein Feuerkorb irgendwo unter einem halben Meter Schnee liegt, habe ich gedacht, mach's einfach einen Grill. Ja, und es ist perfekt geworden. Ich weiß, einige Leute haben mich auch gefragt nach meinem Einführungsvideo für den neuen Imperial, ob man auch auf dem Seitenkocher, auf dem Infrarotbrenner mit dem Dutch Oven oder einer Pfanne vernünftig hantieren kann. Und ja, es hat also sehr, sehr gut funktioniert. Eigentlich schon fast besser als mit einem normalen Kocher. Also es hat mich auch, ich habe mich das vorher auch gefragt, aber es funktionierte wirklich gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das müsst ihr mal echt nachmachen. Ist wirklich eine leckere Angelegenheit. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, gebt mir einen freundlichen Kommentar und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, euer Rolf. Ciao.